Das ist ja ganz einfach. Früher hast du Serienstrukturen gehabt, die waren ja eigentlich einfach. Ja. So dass die Hausfrau konnte Wäsche waschen, raus, dann kam sie wieder. Es war nicht so spannend, dass man nicht eine Woche drauf warten musste. Ja. Jetzt sind die so spannend, dass du keinen Bock mehr hast zu warten. Du willst direkt weiter gucken. Und das haben sie bei House of Cards geschnallt. Ja. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ruse, ihr seid hier auf Ruse World. Freunde! Das ist der dritte und letzte Teil mit Moritz bleibt treu. Heute habe ich ihm eure Fragen von Facebook vorgelesen. Natürlich haben wir auch hier und so geschnackt, ein bisschen gequasselt. Wir haben über zum Beispiel, was ist in Hollywood los, wann macht er da mal eine Rolle. Er spielt ja viele Rollen im Ausland. Dann haben wir über Gagen geredet in der Schauspielszene, über Schulreform, ja, und so weiter. Natürlich mit euren Fragen immer wieder eine eingeworfen. Von daher, Freunde, ich wünsche euch viel Spaß. Ich halte das Intro kurz, wir steigen ein und wir sehen uns am Ende der Sendung wieder. Der läuft. Haare? Haare sind da. Gut. Haare, dicke Haare. Yes, mein lieber Moritz, to the Moritz. Du musst eigentlich nochmal an dem Ding ruckeln, ne? Was denn? Aus ästhetischen Gründen musst du. Achso, ja, also, ja, das stimmt. Du musst ja so, so, also, genau. So, so. Ja, weil die Leute denken immer, ich mache das so Ding, aber ich bin mein eigener Kameramann, weißt du? Und ich bin auch noch dummerweise. Erzählt natürlich nur Müll, hier stehen 20 Leute. Alles hier hinten ist alles voll. Ja, schön wär's, schön wär's. Freunde, treffe mich morgen mit Moritz bleibt treu. Habt ihr Fragen? Das meinte ich vorhin übrigens, ne? Alles groß geschrieben. Ja. Und, aber du kannst es ändern lassen, ne? Und ja, ich meine, ist egal, kommt aggressiver, kommt so Ding, bumm. Ja, das ist einiges zusammengekommen, das ist auf jeden Fall die Fans. Ich habe so geschrieben, ich lese dir mal vor, also es sind nicht nur Fragen dabei, es sind wahrscheinlich auch Grüße und Lieblingsfilme und bla und. Ich gehe mal ein paar durch und schneide für euch das Beste nachher zusammen. Yeah! Wie hat er sich auf die Rolle, fragt Darash Motash, fragt, wie hat er sich auf die Rolle als Arafat vorbereitet und glaubt er, dass verfilmte Rap-Biografien wie von Khatar und Haftbefehl erfolgreich werden könnten in Deutschland? Da kommen ja Filme demnächst. Der Markt ist da ja, da ist ja ein Riesenmarkt da. Es ist halt immer die Frage, wie wird so ein Film, wie gut ist so ein Film und ist er zur richtigen Zeit am richtigen Ort und gefällt er, weißt du so. Das sind ja zwei Fragen gewesen. Vorbereitet. Und vorbereitet, wie hast du dich da? Lernst du dann, wenn es geht, wenn der Protagonist, den du spielst, ne, andersrum, oder? Ja, der. Mhm. Wenn derjenige, der du spielst, wenn der noch lebt, wie jetzt Bayerfahrt, gehst du dann hin, versuchst kennenzulernen oder musst du das? Die Frage, ob man das einholt und da, also ob man das will überhaupt. Ne? Ja. Also ich habe damals war ja recht klar, meine erste Frage an Bert war so, und er will das nicht selber spielen oder was? Achso, ja. So, weißt du? Wollt ihr das eigentlich selber spielen? Nee, nee, nee. So, also, weil Bock, ich weiß nicht. Und, und ab dem Moment ist das für mich dann, dann geht es ja nicht mehr darum, dass du jetzt Ari spielst, sondern es geht ja darum, dass ich mich in der Figur finde, die heißt dann Arafat. Mhm. Aber das ist, soll in keinster Weise der Versuch gewesen sein, auch nur irgendetwas, was Ari ausmacht, nachzuspielen. Ja. Weil das ist was, das muss man wollen. Das war in dem Moment auch überhaupt gar nicht Phase. Was, was Phase war, ist, dass man versucht, irgendwie das, wofür er steht, und zu übersetzen in der Art und Weise, wie sich so eine Figur verhält einfach. Ja. Ne? Und so. Aber ich bin kein wahnsinnig großer Vorbereiter. Also natürlich mache ich meine Hausaufgaben, aber ich nehme mir schon das meiste so aus meiner Aus dem Drehbuch auch, oder? Bauch, selbstverständlich. Also aus dem Buch, aus dem man muss ja jetzt nicht unbedingt anfangen, seinen eigenen Film zu machen, ne? Ja. Nee, das ist ja, ja, ich meine, das ist ja vorgegeben auch einiges. Gut. Martin Mailänder fragt, Lieblingsfilm ist Chico, sagt er erstmal. Dann, das übrigens kommt sehr oft vor, Chico ist, also wie du gesagt hast, kein Kassenschlager vielleicht gewesen, also am Kino, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich jeder den kennt. Ne? Ja, für alle Fans von Chico, ich sitze gerade mit dem Regisseur von dem Film, Özgür Yüldirim, mit dem sitzen wir gerade dran und sind da gerade dabei, was vorzubereiten, was dann wieder hoffentlich so ein cool, bisschen in diese Richtung geht. Perfekt, weil das wäre seine nächste Frage. Wird Moritz in Zukunft wieder eine ähnliche Rolle spielen? Wie gesagt, genau. Also wir sitzen mit Öster jetzt gerade dran. Wir haben jetzt eine erste Fassung, die sieht so cool aus. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir das in die Tat umgesetzt bekommen. Aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Perfekt. Timo Özcan fragt, ob du noch mit Bushido Kontakt hast. Aber das haben wir im großen Interview schon beantwortet, Freunde. Aber ja. Ja, wir schreiben uns ab und zu. Das ist das. Genau. Wir lesen uns.
Chico und das Experiment, zwei der besten deutschen Filme, wie ich finde, schreibt Eddie. Und hat dafür auch schon, also das hat eine Menge Zuspruch bekommen, eine Menge Likes. Ja, ich guck mal, ich habe ein paar interessante Sachen finde. Bestell Moritz, schöne Grüße, sagt Panagiotis. Griechischer Name, ne? Panagiotis, ja, ja klar. Das ist ja auch in Griechen gespielt. In ja, aber Panagiotis ist der Name. Ich kenne doch sogar jemanden, der so heißt. Wie heißt der? Kavouras. Panagiotis Kavouras? Nee. Okay. Ich kenne ja nicht jemanden, der so heißt. Auch Panagiotis. Ich fand es so lustig, du spielst diesen Griechen in Soul der Kitchen so heftig lustig, also wirklich. Und da war Kongola, ja? Ja, genau. Und welche, weißt du? Ja, gib mal noch einen 20, hast du noch einen 20? Ja, aber das Wichtigste war das Kongola. Ja, klar. Ich will, vor allem will ich diese. Das muss ja, das ist ja das ist die halbe Rolle. Das ist nicht so einfach. Ja, natürlich. Wir sagen, das war die einzige Vorbereitung. Wir sagen Tasfir dazu. Also ja, in Griechenland gibt es Kiddies, die machen mit den Dingern Sachen. Ja, ja, klar. Die schmeißen die rum und das ist. Das Ding ist so, bei Soul Kitchen hat er übrigens auch eine geile, ein geiles Marketing. Ne? Die haben so Stadtplakate gemacht, anders als sonst und ja. So. Das war auch eine geile Idee dahinter. Mhm. Schöner Soundtrack auch und so. Ja, Soul Kitchen. Ne? Er schreibt, ich lese das gerne vor, für mich der beste deutsche Schauspieler. Lieblingsfilme sind Das Experiment, Chico und Lambok. Lambok ist ja, auf Lambok 2 warten ja viele, ne? Also die Reaktion bei Facebook habe ich ja gesehen bei dir, der ja unfassbar. Hat sich das auch so vom Rocker gerissen? Die Reaktion war, also das war ja so. Sie war ein bisschen überdimensional. Ja, überdimensional, oder? Wie du sagen würdest. Überdimensional, ja. Ja, ich weiß, dass es viele gibt, die das sehr gerne machen würden. Ich würde das auch sehr gerne machen und wir schauen mal. Ich höre da so einiges in letzter Zeit. Man muss ja, mal gucken. Ja. Aber, ja, wer weiß. Wie ist denn deine Beziehung zu Fatih Akin? Fragt sehr gut. Fatih ist mein Bruder. Ja, ihr seid ja Hamburger Soul. Genau. Ne? Soul Brothers. Sehr guter Kumpel von mir, dreht gerade in Berlin Chick. Vielleicht, also für mich auch einer der besten, also vielleicht Top 5, wenn es überhaupt so viele gibt. Ja, vor allen Dingen auch einer, der dann irgendwie auch so bei uns geblieben ist. Ne? Also es ist ja auch so, dass ganz viele deutsche Regisseure große Filme in der Vergangenheit gemacht haben. Dann, wenn, ich will nicht sagen abgeworben wurden, aber bis zu einem bestimmten Grad ist das so. Ja. Und das liegt natürlich ist der Tatsache geschuldet, dass es zu wenig Genre-Kino gibt im Sinne der Bücher. Es gibt einfach viel zu wenige autonome Schreiber, die geiles Zeug schreiben. Ja. Und wenn du ein Genre-Filmer bist und kein Autorenfilmer, also dein Zeug nicht selber schreibst, dann bist du halt darauf angewiesen, gute Bücher zu bekommen. Und wenn du die da drüben bekommst, dann gehst du halt dahin. Der Vater ist auch so ziemlich der Einzige, der in letzter Zeit noch mit Birol gedreht hat, ohne seinen Kopf zu verlieren. Also ich hab ja keine Backstage-Informationen, aber vor der Kamera sah alles Bombe aus. Ja, ist Birol. Birol ist Birol. So. Birol ist Birol und wird auch hoffentlich noch lange, lange, lange Birol bleiben. So. Yes. Birol ist ein Thema für sich. Aber das, was er vor der Kamera macht, das sucht seinesgleichen nach wie vor. Wann sieht man dich denn mal in einer Mega-US-Serie? Das kann ich dir nicht sagen. Es ist ja immer so, dass du, das Wort, was momentan passiert, es wächst alles immer mehr zusammen. Ja. So. Ja, ich arbeite ja viel im Ausland. Ja. Dass jetzt eine Serie dann irgendwann wird, das weiß man nicht. Aber das, was momentan passiert, ist, dass halt alles zusammenwächst. Und es wird auch bald so sein, dass also Sprachenkenntnisse für Schauspieler mit das Wichtigste werden. Ich habe das Glück, dass ich mehrere Sprachen spreche und zum Glück in denen auch arbeiten kann. Aber das ist für mich nie so gewesen, dass ich so einen Unterschied mache, ob ich jetzt einen großen Ami-Film mache oder was in Deutschland. Für mich ist vor allem immer wichtig, dass das eine geile Geschichte ist und auch, dass es meinen Lebensumständen irgendwie entspricht, weißt du, zum Beispiel seit ich Vater bin, dann kannst du halt bin ich froh, wenn ich in Deutschland drehe, einfach, weißt du, weil ich meine Familie hier habe, wenn ich verstehe. Du jetzt sagst, ein guter Freund von mir, Italiener, der ist bei Marco Polo drin zum Beispiel, die drehen das in Malaysia, der hat selber zwei Kinder. Das ist dann schon, weißt du, du bist halt dann einfach mal 3-4 Monate, ja gut, aber das ich, aber ich halt schon lieber irgendwie dichter dran, weißt du, so. Ja. Einfliegen lassen, wenn die mal zur Schule gehen, ist das dann nicht mehr so. Nein, klar. Also, weißt du, das ist, also es hängt einfach auch wirklich davon ab, wo willst du leben, so. Ja. Und diese ständige Fragerei nach Hollywood, die ist natürlich auch deswegen da, einfach weil Hollywood die gesamte europäische oder den gesamten Weltmarkt einfach so dominiert und man immer so wahrnimmt, so Hollywood ist halt so das große Ding, weißt du, was ich meine? Das ist aber natürlich eigentlich völliger Quatsch, weil ich sowieso dort nur bestimmte Rollen spielen werde. Das heißt, ich bin ja kein Amerikaner. Ich bin auch kein muttersprachlicher Amerikaner. Ich spreche sehr, sehr gutes Englisch. Sicherlich auch relativ akzentfrei. Und trotzdem aber
bin ich gefühlt, weißt du, kein Amerikaner. Das heißt, die sind, ich halt, die sind immer, da sehr Dings, ne? Es ist halt Kinos Identifikation. Ich werde dort immer Aliens spielen. Also warum, weißt du, so, also Aliens aber, im Sinne von... Nein, Ausländer, aber... Typecast halt. Typecast, aber, und das ist bei mir schwierig, ja. Weil wenn ich in L.A. in einem Castingbüro sitze und dann sagen die Leute so, wo ist jetzt hier dieser Deutsche? Dann sage ich, das bin ich. Dann gucken die mich an und sagen so, wo, du bist der Deutsche? Sag ich, ja, ich bin der Deutsche. Und die so, du siehst nicht aus wie ein Deutscher. Sag ich, ja, ich kenne das Problem. Du klingst nicht wie ein Deutscher, sag ich, ja, ich kenne das Problem. Und dann geht natürlich der Part an dir vorbei, indem die als einen Deutschen wollen, der blond ist, blaue Augen hat. Ja, du hast, dann hast du ja noch schwieriger, da besser, wenn du Akzent hast. So sieht's aus. Ja. Beziehungsweise, das ist das ist ein spannendes Thema für Schauspieler. Jeder Schauspieler wird wissen, was ich meine. Man wird dir immer sagen, du musst akzentfrei Englisch sprechen. Ja, das ist ja Schwatz. Du musst deine Marke haben. Du musst eine Marke haben. Man sieht es doch an. Und dadurch, dass ich ein Schauspieler bin, der schon drauf steht, sich zu verwandeln und mir ein Repertoire zu erspielen, einfach auch was die Figuren betrifft, so für mich, einfach aus, weißt du, weil ich es geil finde, das würde mir kein anderer Auslandsmarkt überhaupt bieten. Und deswegen sage ich, bleibe ich hier und mache meine Ausflüge. Und die mache ich ja regelmäßig. Also ich mache ja regelmäßig Filme im Ausland. Mhm. Was sprichst du eigentlich für Sprachen? Italienisch und Französisch noch? Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch. Genau. Spanisch, so lala. Ja. Ich war beeindruckt von, ich hab da so ein kleines Dings, was ich selber für mich habe. Ist ein bisschen sehr oberflächlich, aber ich gucke mal Wikipedia und ich war beeindruckt, dass in 20 Sprachen oder was dein Wikipedia-Eintrag übersetzt ist und nicht nur einfach dann in der Übersetzung gibt es ja auch manchmal nur Foto. Name, sondern schon ordentlich Sachen. Also läuft bei dir. In Japan gibt es auch deine Filme zu sehen, ne? Ja, die Japaner haben einige Experimente zum Beispiel. Genau. Ein Riesenhit in Japan bis heute. Krass, hab ich gelesen. Ahmad Mahmoud schreibt, alle Filme von Moritz sind gut, er ist deutscher Robert De Niro. Dickerchen, du weißt das. Marco schreibt, mit Matthias Schweighöfer, der beste und sympathischste Schauspieler aus Deutschland und besser als diese überbezahlten Scientology-Kapitalisten aus Amerika. Überbezahlte Scientology-Kapitalisten, wirklich. Es sind ja nicht alle die schlechten Menschen, aber trotzdem ist er krass. Frag ihn mal, was hältst du über das Land Amerika und die dortigen Schauspieler plus deren Gagen? Eine Gage rechnet sich immer anhand des Erfolgs des Produktes. Und wenn so ein Film teilweise dann locker 200, 300 Millionen einspielt, Gewinn, dann ist es nicht unfair, dem Star, Marketing-Power zu schultern hat, dieses Geld bekommt. Aber es ist natürlich unrealistisch. Was ich oft nicht verstehe, also ich denke mir so, ich wäre total in der Gefahr, einfach auf gut Deutsch gesagt, wirklich drauf zu kacken so, und zu sagen, weißt du was, tschüss, ich würde es dann, glaube ich, machen wie Daniel Day-Lewis. So, weißt du, ich würde dann so einen Film machen und würde so sagen, weißt du was, jetzt könnt ihr mir alle mal an die Füße fassen, ich habe meine 30 bekommen, tschüss. Ich wäre dann, glaube ich, einfach mal weg. Und wenn dann nicht ein Film kommt, der mich wirklich in jeder Hinsicht komplett wegbombt, sodass ich sage, das muss ich machen, selbst wenn ich dafür bezahle. Weißt du, was ich meine? Ja, da würde ich gar nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das wäre mein Problem. Ich glaube, ich würde ein richtiges Ambitionsproblem bekommen. Dafür bin ich viel zu gemütlich, so, weißt du? Ich würde dann lieber dieses ganze Geld nehmen und versuchen, Filme selbst zu produzieren, Freunde, die ich für begabt halte, irgendwie, weißt du, in Szene zu setzen, solche Sachen zu machen. Also Daniel Day-Lewis ist für mich immer so das perfekte Beispiel dafür gewesen, weil der macht es genauso. Also, und das könnte der ja gar nicht machen, wenn er nicht dann auch 15 bis 20 Millionen für so ein Filmchen bekommen würde. Ne? Ich glaube, der muss sogar mehr bezahlen bei ihm. Der Daniel Day-Lewis. Aber der macht sowieso nur, wenn er. Für mich einer der größten. Wenn er Geld braucht. Ja, aber für mich einer der absolut größten. Ist er auch. Immer auf so ein. Ich verwechsle ihn sehr oft mit Billy Bob Thornton. Mhm. Immer. Kennst du Billy Bob? Klar. Kennst du diesen Bad Santa? Der Vater von Angelina Jolie. Ja, aber nein. Der Ex-Mann von Angelina Jolie. Aber kennst du John Boyd? Ja, genau. Ja, der hat so ein bisschen, Alter. Das macht Spaß. John Boyd, ne? Kennst du Bad Santa? Ja, logisch. Weißt du, was die neuen machen wollen? Zweiten Teil? Im dritten. Es gibt ja zwei. Es gibt zwei? Kenn ich beide? Es gibt zwei. Ich weiß gerade nicht, ob ich die beide hier, glaube ich. Doch. Na gut. Ne, dritten, krass. Aber ja, irgendwann. Ja, der ist toll. Und das ist sowas, was ich oft, das verstehe ich oft nicht. Also bei all diesem Geld, was die verdienen, was ja wirklich überdimensional viel Geld ist, ich habe ja überhaupt nichts gegen, ich finde ja Luxus und das Leben genießen, das ist alles eine wunderschöne Sache, aber ich bin trotzdem einer, der genau weiß,
dass ich nur in einem Auto fahren kann und nur in einem Haus sitzen kann. Das ist, was ich meine. Also ich würde, es gäbe ganz schnell bei mir dieser Punkt, wo ich einfach ein schlechtes Gewissen hätte, so wahllos, sage ich jetzt mal, mit Wohlstand umzugehen. Also mein Wohlstand oder mein Luxus, selbst der größte, den ich mir ausmalen kann in meinem Kopf, ist ganz klar definiert. Weißt du, was ich meine? Der würde nie ausufern. Ja, ich verstehe. Weißt aber, du? Aber du weißt, ich brauche keine Yacht mit 50 Meter. Die will ich auch gar nicht haben, Digga, ganz ehrlich. Aber wenn du in Hollywood lebst, mit Leuten drehst, die Yachten haben, vielleicht entwickelt sich da was. Ich hoffe nicht. Also sagen wir mal so, sei Gott vor, dass ich das nicht mache, weil das ist genau das Problem. Also ich glaube, aber ich glaube ganz ehrlich, ey, Digga, da bin ich gefeit von. Ich bin ein Kellerkind, weißt du, ich bin nicht mit viel groß geworden. In meiner Jugend und Kindheit ging es nie um Geld, da ging es um Inhalte. Aber deine Mutter war eine große Schauspielerin, habt ihr nicht Kohle am Start? Ja? Theaterschauspieler haben ja nicht so wahnsinnig viel verdient. Und dann gab es die Zeit, in der meine Mutter mit dem Theater gebrochen hat, eine eigene Theatergruppe. Also das ist nicht so, wie man sich vorstellt, dass Janne... Damals schon gar nicht. Meine Mutter hat ja ganz lange auch kein Fernsehen gemacht und so. Ja. Und am Theater verdienst du jetzt nicht so viel. Ja, meine Anfangsgehalt, glaube ich, am Theater waren damals, ich glaube, 1200 Mark oder so im Monat. Also das war gerade ausreichend, dass du davon eine kleine Wohnung bezahlen konntest. Und gut, du konntest natürlich auch mehr verdienen, aber das war nie... Die Schauspielerei war nichts, was man für Geld gemacht hat einfach. Weißt du, da ging es um Inhalte, es ging um ganz andere Sachen. Deswegen ist bei mir schnell der Punkt, wo ich sage, reicht mir vollkommen. Ich habe einer der Gründe, warum ich nie... ambitioniert war, in Deutschland Schauspielschule zu gehen. Weil ich gedacht habe, so... Gibt's keinen Money, ne? Gibt's keinen Money. Ich weiß. Ich habe Theater in der Schule gespielt und mein Theaterlehrer, der hat immer gesagt, ja, du bist gut, dies, das, aber... Ich würde auch immer jedem Jungen sagen, ich sage, wenn dir das nicht reicht, das Spielen, ne, so, dann mach's nicht. Ja. Weil es kann natürlich gut laufen, und dann machst du auch diese Money. Ja, es kann aber auch Medium laufen, dann machst du kein Money. Wenn du dann nicht aber trotzdem damit zufrieden bist, in Saarbrücken am Theater zu spielen und einfach wirklich ein solides Theaterleben zu führen, dann solltest du damit nicht anfangen. Ja, weil du hast das Risiko zu groß, dass du unglücklich wirst mit dem Kram. Ja, ja, das stimmt. So, nächste Frage. Lieber in der Schule bleiben, ne? Genau. Ja. Wie schwer war es, Jan P., wie schwer war es für ihn, sich in die Rolle des Andreas Bader zu versetzen? Und was hält er generell von der Organisation RAF? Weiter so, doper Typ, beste Grüße. Ich halte, sind ja auch zwei Fragen. Erste, gut, da hast du es ein bisschen anders. Wenn du eine Figur der Zeitgeschichte spielst, wobei es von Bader nicht so wahnsinnig viel originales Material gibt. Ja, aber das ist schwer, ne? Jeder weiß, jeder guckt, jeder kennt. Man versucht natürlich so ein bisschen was aufzuschauen. Das wird dann meistens so eine Mischform aus einer eigenen Vorstellung davon, wofür dieser Typ steht und was der ausstrahlen muss und dem, wie der wirklich war. Ja. Was halte ich davon? Vor allem mal, Gewalt ist immer Kacke. Egal wie, egal was, Gewalt ist scheiße und kein Mittel, fertig, aus. Und Menschen töten ist das Letzte, was man auf dieser Welt tun darf, fertig, Ende, aus. Das erste Gebot ist auch das Letzte, weißt du, was ich meine, und fertig. Ich bin, was das betrifft, wirklich ein Pazifist, kann man sagen. Also ich würde niemals Gewalt ausüben, solange mir nicht persönlich jemand wirklich an... Ja, weißt du, was ich meine? Das ist was anderes, das ist Selbstverteidigung, das hat mit Gewalt nichts zu tun. Aber bis dahin schon mal gar nicht. Was allerdings interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass das natürlich aus einer Zeit kommt, dieses ganze Rafting, wo es einfach noch ein gesellschaftlich-politisches Bewusstsein gab, so, was es heute so gar nicht mehr gibt. Und das ist so ein bisschen, das ist was, wo man dann wiederum auch sich von inspirieren lassen kann. Dass es durchaus mal eine Generation gab, die echt daran geglaubt hat, dass man diese Scheißwelt noch verändern kann. Ne? Das haben die ja wirklich geglaubt. Und das ist der große Unterschied. Da waren ja, oder idealistisch oder wie auch immer. Aber das ist schon ein großer Unterschied zu heute. Ne? Also die Leute glauben ja einfach nicht mehr dran. Und das hat ja auch seine Gründe. Ja, du hast das ja mal selbst gesagt. Du hast gesagt, hätte ich das Gefühl, dass ein Politiker kam und was verändert hätte, dann würde ich auch wählen. Absolut. Das ist ja immer, das wird mir auch immer vorgeworfen, dieses mit dem Nichtwählen-Ding. Aber natürlich, selbstverständlich, wenn ich jetzt am 1. November, wenn ich ein Türke gewesen wäre und jetzt am 1. November hätte wählen müssen in der Türkei, selbstverständlich hätte ich gewählt. Weil dann, spätestens dann bist du, was ich vorhin ja auch meinte, wenn ich wirklich Tendenzen sehe in dieser parlamentarischen Demokratie, die wirklich gefährlich werden, wo ich sage, Moment mal, das sind jetzt Leute, dann gehe ich auch wählen. Da verstehe ich mich nicht falsch. Nein, aber solange ich das Gefühl habe, das ist ein Riesenpudding. Es ist ja so. Die These, die Antithese, die Synthese bedingt und letztendlich finde ich scheißegal. Ist. Ja, das ist ja das Prinzip. Du hast ja These, Antithese, Synthese, Alter. Und das ist immer das Gleiche. Die Opposition gleicht immer das aus, was die Machthabenden fordern. Und, es gibt und wenn sie dann da sind, dann machen sie wieder genau raus in die Mitte. Es gibt keine großen Unterschiede. Gar keine. Und vor allem sieht man ja auch an Grüne oder so. Immer dann dachtest du, die sind grün, dann kommen die an die Macht, sind sie gar nicht grün. Mit grün das beste Beispiel waren doch letztes Mal diese, wie hießen die dann noch? Die noch vor Dings waren. Genau, die waren doch das beste Beispiel. Was denn?
Mhm. Was sagst du denn? Das habt ihr alle gewählt, ja. Und dann siehst du, das hat damit Politik machen anscheinend nicht viel zu tun. Ne? Ein halbes Jahr später redet kein Mensch mehr. Ja, aber ich fand gerade dennoch wichtig, weil sie doch, was Internet und so angeht, schon Aufmerksamkeit auf dieses Ding gemacht haben. So. Gibt's sie noch? Ich denke schon, dass sie halt sind halt nur nicht in der linksläufigen Bundestag, oder? Aber ich glaube halt wirklich nicht so sehr an die Veränderbarkeit der Dinge momentan. Ne? Das ist, es ist halt mühselig. Ne? Es ist mühselig und das alles sage ich auch immer unter der, also vor der Prämisse, dass ich sage so, es geht halt einfach auch für mich immer ganz stark um Eigenverantwortung. Weißt du, ich bin ein Mensch, der, ich versuche möglichst viel Kontrolle über mein eigenes Leben und auch über das Leben meiner Lieben auszuüben. Weißt du, ich bin kein Mensch, der eine schulische Institution zum Beispiel dafür verantwortlich hält, dass mein Sohn bestimmte Sachen lernt oder nicht lernt. Weißt du, was ich meine? Ich bin dafür verantwortlich. Ich bin der Vater dieses Sohnes. Ich kann fünfmal hingehen und sagen, warum haben sie dem Düs nicht beigebracht? Warum Nein. So, verstehst du? Das ja, aber inwiefern bist du verantwortlich? Du bist ja, die Hälfte des Tages ist er ja bei anderen. Ja, aber das ist richtig. Das ist klar. Und ich kritisiere natürlich auch, wenn da was falsch läuft. Natürlich. Ich meine nur, aber ich werde niemals diese Institution dafür verantwortlich halten. Verstehst du, wie viele das tun? Und sagen, es ist die Verantwortung der Schule, meinem Kind zum Beispiel Rechnen und Schreiben beizubringen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe das so, ich muss mein Kind in die Schule geben, das ist eine gesellschaftliche Norm und Pflicht. Ja. Aber ich halte die für überhaupt nichts verantwortlich. Verantwortlich für alles, was die ausmacht, was seine Sicht auf Dinge aufmacht, seine moralischen Prinzipien, ob man lesen oder schreiben lernt. Moral ist ja was anderes. Mathe ist was anderes. Mathe aber, also guck mal, wir reden jetzt nicht über Angewandte, keine Ahnung. Wir reden nicht, was für eine Grundschule lernst. Was ich meine ist, schau mal, Schule testet ja nicht die Intelligenz oder bringt ja nicht, wie sagt man, Schule testet ja deine... Also Schule bringt dir ja nicht, es geht ja in der Schule darum, dass du lernst, dass du Sachen, also ich habe jetzt ein bisschen den Ansatz verloren. Ich wollte dir sagen, dass also Ethik und Moral und dies und das, wie deine Eltern dir das vorleben, das lernst du von deinen Eltern, ist ja klar. Absolut. Aber auch das wird immer mehr delegiert heutzutage. Ja, oder man erwartet auch, von dieser Institutsschule, dass sie bestimmte moralische Grundsätze vertreten. Und da sage ich zum Beispiel schon, da bin ich schon so weit, dass ich sage, Moment. Weißt du, was ich meine? Weiß ich gar nicht, ob ich das alles unterschreiben kann, was ihr da macht. Ja, du bist ja ein Kritiker des Schulsystems. Kennst du eigentlich Precht? Kennst du ihn? Bertolt Brecht. Nein. Precht. Precht? Nee, Precht hat nichts. Das ist Precht. So ein Schul... Wie heißt der nochmal ganz? Er hat so eine Idee, wie man Schule reformieren kann. Hat auch ein, zwei Schulen jetzt, die nach ihm... Friedrich David Precht? Kenn ich nicht. Darf ich dir das mal eben zeigen? Weil das dürfte dir gefallen. Weil für mich ist es so, ich denke mir, alles, was es an Grundbildung gibt, und letztendlich bin ich mit meiner Schule schon, und ich bin zur 11. Klasse in die Schule gegangen. Ja. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, dann beschränkt sich das, was ich in der Schule wirklich gelernt habe, auf Grundschulwissen. Und Grundschulwissen kann ich meinem Kind auch beibringen, dafür brauche ich keine Schule. Alles, was darüber hinausgeht. Wie gesagt, die bringen dir ja in dem Sinne, also es ist kein Wissen, was vermittelt wird, sondern dein Erinnerungsvermögen. Wenn du zu Hause sagst, du setzt dich partout nicht hin, und das machen viele, glaub mir, ich sage das als Vater, ich sehe das jeden Tag, und die sagen, das ist nicht mein Bier, das sollen die Lehrer machen, dafür sind die ja da. In Hamburg haben wir Ganztagsschule, sogar, die werden bis 16 Uhr. Ja. Was soll ich jetzt mich noch mit dem hinsetzen? Die überprüfen das nicht, die gucken nicht. Und sagen dann nach 4 Jahren, wenn sie merken, oh, das Kind hat eine Dativgenetik-Schwäche, die waren schuld. Mhm. Und da sage ich halt, solltest du genug Interesse deinem Kind gegenüber haben, dass du sagst, das ist meine Entscheidung und meine Verantwortung, die ich da trage. Und wenn ich merke, dass mein Kind ein Defizit hat, dann gehe ich nicht in die Schule und sage, ich brauche einen Nachhilfelehrer oder wir müssen irgendwas machen, sondern ich versuche das erstmal zu regeln. Ja. Und das gilt ja für ganz viele gesellschaftliche Aspekte. Ja, man darf halt wir suchen immer, weißt du, jemanden, der Dinge für uns macht. Und ich versuche, soweit es geht, die Dinge für mich selber zu machen. Verstehst du, was ich meine? Ich brauche keinen Staat, der mir, gut, guck mal, ja, ich bin freiberuflich. Ja, ich zahle Rückgeld. Oh, vielleicht kriege ich auch irgendwann mal eine Rente. Weiß ich das? Werde ich mich darauf verlassen? Nein. Du bist schon viel pessimistischer, als ich dachte. Realistischer. Okay. Ich meine, was ist denn noch alles? Ich hätte viel zu viel Schiss, mich darauf zu verlassen. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, okay. Ich habe Kinder, ich habe eine Familie. Was passiert denn, wenn die mir das nicht machen? Was mache ich dann? Dann stehe ich da und sage, ihr wart schuld? Nein, das geht ja nicht. Dann bist du zu spät. Aber nein, ich finde schon, du hast schon recht, aber ich finde schon, dass man als Eltern natürlich die Aufgabe hat, zu überwachen und checken. Du kannst ja nicht sagen, hör mal, der geht doch zur Schule, die machen das schon. Weißt du, wie viele das machen? Ja, das ist natürlich schön. Deswegen gibt es doch eine Ganztagsschule, Bruce. Deswegen machen die das. Ja, aber es hat auch viel damit zu tun. Also ich glaube, einerseits hat es damit zu tun, also das ist wieder Ei oder Huhn. Es hat einerseits natürlich was damit zu tun, dass die einen vielleicht weniger Interesse haben. Das andere ist aber, Dicker, die müssen Miete zahlen, die müssen arbeiten. Ist mir klar. Die kriegen das nicht mit. Ist mir klar. Schlüsselkinder hier. Ich wollte dir den mal vorstellen, Richard.
David Precht, der hat auch eine coole Sendung. Der hat einige Bücher, oder? Philosoph und Publizist. Okay. Ja, also Philosoph, ne? Moderner, also so ein bisschen auch, wie sagt man, hier steht ja auch Populärwissenschaften. Mhm. So als ob man ihn nicht ernst nehmen kann. Nein, der ist cool, der hat Dinges geschrieben. Also du weißt, was ich meine. Das ist ein grundlegendes Ding, weißt du? Dass man einfach sagt, ja. So alles, was ich versuchen kann, aus meiner eigenen Kraft heraus zu leisten, das versuche ich. Oder so, guck mal, Sozialpolitik. Ja, die müssen das machen, damit die sich darum kümmern, dass die dann dafür sorgen, dass es denen nicht schlecht geht. Und gleichzeitig, die Leute, die sich damit beschäftigen, wählen diese Parteien und haben ihren Nachbarn seit 20 Jahren nicht gesehen, und wenn es dem schlecht gehen würde, würde sie das nicht interessieren. Das ist ja ähnlich. Das verstehe ich nicht. Dann würde ich mich immer lieber dafür interessieren, wie geht es meinem Nachbarn, wie geht es dem, wie geht es meinem Postboten, wie geht es. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe. Das ist für mich gelebte Politik. Nein, ich verstehe komplett, was du sagst. Und ich glaube, wenn Leute das mehr machen würden, dann würde man auch diesen Leuten da oben, die ja nicht wirklich die Macht besitzen. Ein bisschen, ne? Ja, aber die auch nicht wirklich Macht besitzen, das ist doch dann wieder, das ist jetzt ein viel größeres Thema. Mhm. Aber glaubst du daran, dass eine Bundeskanzlerin, die 120.000 lächerliche Euro im Jahr verdient, wirklich was zu bewirken hat? Wenn andere Leute an einem Vormittag 15 Milliarden machen? An einem Vormittag? Ja, also krass. Weißt du, wie ich meine? Das ist doch lächerlich. Ich meine, nicht, versteht mich nicht falsch, 120.000 Euro sind viel Geld. Ich meine das in Relation betrachtet. Ich verstehe das, Leuten, aber ich sag mal so, also um deine Frage tatsächlich ernst zu nehmen, also wenn ich sie ernst nehmen soll, dann sage ich dir dazu so. Ich glaube, dass Angela Merkel oder auch Obama oder wen auch immer Volksvertreter lange nicht so viel Macht haben, wie wir denken, weil die Macht nicht auf eine Person ist, weil wir denken, dass sie auch, weil das leicht ist für uns. Das ist ja Schublade. Angela Merkel, Stoiber, sie bezahlt. Name. Ja, sie hat natürlich auch nicht die Macht, einfach jetzt zu sagen, ey, keine Ahnung, jetzt Zahnarztrechnungen werden 80% übernommen. Beispielsweise, dummes Beispiel. Das hat sie ja nicht gemacht. Es gibt ja Koalitionen, es gibt dies, jenes. Dann gibt es den Kooperatismus, dann gibt es Firmen. Und der Kooperatismus steht am Ende dieser Dinge. Natürlich, weißt du, so. es gibt Lobbyisten. So. Und am Ende des Tages, wie sagte Curveball, du musst schauen, wo das Geld hingeht. Yeah. Where is the money going? Follow the money. Follow the money, hat er gesagt. Mann, danke schön. Das ist mir gerade nicht eingefallen. Follow the money, Dicker. Ja, dann weißt du einfach, who profits auch immer. Who profits immer mach auf, who profits. Und wenn du siehst, wer profitiert, dann weißt du auch oft, dass Dinge vielleicht nicht ganz so sind, wie sie dann manchmal auch in der Tagesschau erzählt werden. Ja, manchmal. Dankeschön. Also von diesem Precht hier, David Precht, empfehle ich dir später nochmal ein Buch. Cool. Weil das dürfte dich interessieren, weil du bist ja immer so ein bisschen, also was ich auch gut finde, gegen das Schulsystem. Unser Schulsystem ist so oldschool wie sonst was, Alter. Wie fühlt es sich an, ein Star zu sein? Hat man manchmal das Gefühl, dass sich alles um einen selbst dreht, die ganze Welt, das würde mich mal interessieren, fragt Nikolas Strobel. Lieber Nikolas, ist es mal so, ich glaube, das ist in Deutschland ist das relativ entspannt. Die Leute hier sind relativ distanziert. Das ist hier nicht wie in der Türkei oder wie Italien. So, ne? Nein, das hängt aber auch, glaube ich... Ist das Kultur, der deutsche Kultur so? Auf der einen Seite ist es sicherlich auch Kultur, auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar, wie weit du dich selbst und mit was für Inhalten du da rausgehst. Weißt du, wenn du da rausgehst und sagst, hallo, hier bin ich, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn Leute dann zu dir kommen und sagen, hallo, da warst du doch eben. Weißt du, was ich meine? Du hast doch gesagt, du hast einen Sohn. Jetzt haben wir Fotos von ihm gemacht. Genau, so, weißt du, wenn du aber... einfach, wenn du das einschränkst und wenn du sagst, so, wenn du das lass mal, dann gibt es da nicht dieses Gesetz, gibt es das nicht ein Gesetz, wenn du jetzt deinen Sohn zum Beispiel mit zum roten Teppich nehmen würdest, ja? Danach dürfte man ihn immer abbilden. Aber wenn du das, also, wenn du einmal von deiner Frau namens so und so sprichst, danach dürfte man das machen. Also, dieses Pressedings. Absolut. Ja, ganz genau. Deswegen, dann bestimmt man ungefähr selbst, ne? Genau. Und das ist das einzige Land, was das halbwegs vernünftig macht, ist Frankreich, die ja wirklich so weit gehen, dass du zum Beispiel. Also jetzt hier zum Beispiel, wenn du nicht bekannt wärst, ich kenne keinen Menschen, du gehst mit mir durch die Straße, wir werden fotografiert, dürfen die dein Foto publizieren. Du kannst dagegen nichts tun. Okay, warum? Weil du mit mir durch die Straße gegangen bist. Du bist so. Oder du jetzt mit deiner Perle durch die Straßen gehst und die wird fotografiert, weil dann darf man das, weil du bist eine Person der Öffentlichkeit. In Deutschland ist das so. In Deutschland ist das so. In Frankreich ist das zum Beispiel nicht so, da ist das verboten. Genauso darfst du in Frankreich darfst du auch nicht in... Zum Beispiel bei uns durftest du auch jetzt in diesen Vorgarten rein fotografieren. Okay, in Amerika dürfen wir ihn erschießen mit einer Schrotflinte. So, in Frankreich darfst du das auch nicht. Aber ich sag mal so, ich sag mal anders. Anders gesagt, ein Schauspieler, der sich, oder überhaupt jeder, der prominent ist, der sich darüber aufregt, prominent zu sein, das ist an sich ein Riesenwitz. Weil du hast gewusst, auf was du dich einlässt.
Und da musst du schon extrem bescheuert sein, wenn du dann danach heulst. Also das ist Quatsch. Das ist im Gegenteil, ich glaube eher, dass man mehr Vorteile dadurch als Nachteile hat. Und wenn man für sich weiß, worauf es im Leben ankommt und dann nicht völlig unverlust lebt, weißt du. Ey, man hat ein oder zwei Nachteile. Das sind ja nicht mal Nachteile, nur, sonst nur Vorteile. Der einzige Nachteil, den ich wirklich kenne, ist, sagen wir mal, okay, du bist jetzt selbst total schlecht drauf gerade, weißt du. Dir geht's echt nicht gut und du willst wirklich nur mit dem Jogginganzug schnell runter Brötchen holen. Und du stehst damit so und du willst auch wirklich, weißt du, so. Und dann kommt einer und sagt, das ist dann vielleicht mal, aber ey, komm, Fußpilz ist schlimmer. Das hört sich mal. Ja. Das ist Quatsch. Nee, nee. Sehr oft wird gefragt, also wirklich Lambok, wirklich sehr oft und so. Nucky und Evans. So, also ich bin froh, dass es einigen Leuten noch, die Jüngeren noch kennen, weil ich habe das wirklich in der Schulzeit gesehen. Nacken und Evans, so, war wirklich gerade. Wie ist nochmal die Band? Selig. Hat Selig da einen Remix gemacht für Nacken und so? Ja, aber das Original ist teuer. Ja, ja, klar. Kannst du nicht bezahlen. Aber eine coole Version gemacht. Ja, ja, sehr schöne Version. Ja. Was sind deine Lieblings-Gangster-Filme, fragt hier jemand. Ich finde den gerade in der Liste nicht. Ey, wie war nochmal sein Name? Sonst hätte ich ihn genannt. Also so, er fragte ja, ob Pate und so, also ja, so klar, wie halt alle, ne, Casino. Ja, aber das freut mich sehr, weil wenn du jetzt an Gangsterfilme denkst, könnten die Kids ja auch heutzutage ganz andere Beispiele ranzitieren. Und das Lustige ist, dass es trotzdem immer noch die Classics bleibt, Alter. Ja, aber weißt du, warum das die Classics? Weil sie ganz ehrlich, die neuen Gangsterfilme sind alle scheiße. Das ist, außer jetzt Pusher, die sind wirklich krass. Europäisch. Nein, ja. Aber die sind krass, die sind anders halt, ne? Es ist halt nicht mehr so groß und Pathos und dies. Hast du Gomorra gesehen, die Serie? Wird mir sehr empfohlen. Soll ich gucken? Aber nachdem Narcos mich so enttäuscht hat. Ja, vergiss es. Okay, okay, come on. Ist das auf, basiert das auf diesem. Dieses, das ist gleich Saviano-Roman. Saviano, hast du den Film gesehen? Den Film habe ich nicht gesehen, aber das Film auch. Buch habe ich bestimmt. Hier, noch ein Filmtipp. Gomorra als Film und Serie, es ist großartig. Also dieser Typ, der hier Mafia entblößt hat und gejagt wird und alles, echt krass. Bei ihm läuft. Ja, du guckst ja, du bist hin, das ist Hammer. Läuft gerade auf Arte. Ich habe das Buch seit 100 Jahren. Aber musst du eh Binge gucken. Das macht keinen Sinn, das folgenweise zu gucken. Musst du Binge durchgucken. Ich gucke. Hammer. Wie nennst du das Binge? Binge gucken, nennt man Binge das. Binge watching. Ne? Ja, ja. Das ist ja dieser Ausdruck für hintereinander weggucken, ja, ja, was Binge. Netflix quasi ja, mit House of Cards. Weil die das sofort rausgehauen haben. Ja, die waren die ersten, die verstanden die haben. Die gesehen das, haben. Das ist ja ganz einfach. Früher hast du Serienstrukturen gehabt. Die waren ja eigentlich einfach. Ja. So dass die Hausfrau konnte Wäsche waschen, raus, dann kam sie wieder. Es war nicht so spannend, dass man nicht eine Woche drauf warten musste. Ja. Jetzt sind die so spannend, dass du keinen Bock mehr hast zu warten. Du willst direkt weiter gucken. Und das Noch, haben sie bei House of Cards geschnallt. Ja, und vor allem sind die Sachen nicht nur so spannend und die sind sehr dicker. Jede House of Cards Folge ist wie ein Film. Also, irre komplex halt. Ne? Komplex wie ein Film. House of Cards hast du geguckt, ne? Ja, klar. Unfassbar. Ey, so, das hat einem Angst gemacht, ne, vor Politik auch. Also natürlich habe ich geguckt, ich liebe Kevin Spacey und alles, aber nach einer Zeit habe ich teilweise Angst bekommen. Ich dachte so, genau so ist das. Ja. Dann guckst du Flüchtlingsdebatte und dann siehst du, wie er bei House of Cards irgendeine Entscheidung trifft und wie er eigentlich denkt und wie er eigentlich sagt und dann denkst du so... Aber das ist ja das Schlimme, dass man diese Inhalte dann hinnimmt und trotzdem denkt, das ist Fiction. Zum Beispiel ein großes Beispiel, auch ein großes Lob und riesengroße Werbung. Die Anstalt, die Anstalt ist ein Begriff. Ja. Ja, ne? Beste Sendung im deutschen Fernsehen momentan. Und das Lustige daran ist nur, dass die Leute das gucken und tatsächlich immer noch denken, weil sich das in so einem Comedy-Mantel, das weißt ist, du, so das, das ist nicht echt stimmt, ist. Aber du sagst, Leute, das alles, was die da sagen, stimmt. Das ist eigentlich das, was in den Tagesthemen behandelt werden müsste. Ja, oder kannst du dir bei die Anstalt angucken. Ja. An dieser Stelle das größte Lob, ich bin der fetteste Fan. Ja, ich finde das der Hammer. Also wenn wir Anstalt schon nennen, muss ich auch sagen, ich bin großer auch Fan von Volker Pispers, ja. Also, da denke ich auch immer, eigentlich ist der Typ Geschichtslehrer, ist gar kein Comedian. Also, so. Er steht da und erzählt dir was von tagesaktuellen Themen, so Nachrichtensprecher fast. Es ist ja krass, dass man ja, nur noch in der Comedy ist die Wahrheit erlaubt. Ne? Anscheinend, ne? Das ist ja das Lustige. Wahrscheinlich ist diese, man denkt sich auch so, und das lasst ihr über einen Sender? Krass, weißt du, ja, es ist hast ja, du die gesehen mit den ganzen Vernetzungen mit den Publikationshäusern und so und wie und was und die ganzen Chefredakteure nicht, von. Aber das ist das ja. Das macht ihr öffentlich-rechtlich wirklich so? Ja. Also ist da keiner von oben sagt so, von vielleicht oben, mal von oben. Nicht so gut. Hallo? Drin. Ja, jetzt waren wir da was gegen aus. Aber ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Dadurch, dass es Comedy ist oder vermeintlich Comedy ist, ja, sagt man so, ah, lass die mal. Das nimmt eh keiner ernst. Das, weißt du? Ja, das kennt man ja aus diktatorischen Zeiten. Da wurde ja auch immer, ist doch Comedy. Ist doch ja, geile Sendung, Werbetypen, das ist so hammer geschrieben. Also, was auch immer das schreibt, die schreiben es ja selber, glaube ich, die beiden, ne?
Ich weiß nicht, aber ich habe also einen Kumpel von mir, Abdel Karim, schöne Grüße, der auch da auftritt, kennt sie ihn, der mit der Glatze. Natürlich. Ja, Hammer Typ auch, der ist da schon ein paar Mal aufgetreten und der hat mir mal, ich habe ihn extra gefragt, ich so, Dicker, wie läuft? Und er so, ich wusste auch nicht, ich will auch sehen, wie läuft. Und er sagte, die lassen ihm Freiheit, er hat gesagt, das ist geil, aber es ist ein Ensemble-Ding. Es ist nicht so, mach mal dein Stand-up. Nee, es muss alles zusammen. Es ist geil und das finde ich so geil, weil mega Leute auch es ist nicht nur einfach, komm, mach dein 10 Minuten Stand-Up, was gar nichts mit dem Rest zu tun hat, jetzt schau. Ja, und auch, wie gesagt, also... Ja, die hauen Dinger raus. Kennt, Alter, da letztens war da so eine Bayerin, so eine bayerische, die immer so gesprochen und hat dann immer so halb betrunken gespielt und so. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, sensationell an diesem, also wirklich großartig, das ist geschrieben gewesen. Ich so, Mann, ey. Ja. Und das ist lustig, dass das... Ja, der Einsatz, wie die reinkommen. So ein Underdog-Dasein fristet und man sich so denkt, das ist ja echt ein Problem in Deutschland. Es gibt ja so viele geile Leute, die einfach komischerweise nicht in die Mitte dieser blöden Mainstream-Dinge vorspringen. Du denkst dir, wie geht das? Und auf der anderen Seite sind da Leute, und ich will keine Namen nennen jetzt, aber die so unlustig sind und so. Ja, das ist ja nichts. Und du denkst dir so, das ist jetzt lustig oder was? Und die gibt es. Es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt, weil man würde ja immer sagen, in Deutschland gibt es die nicht. Weißt du, diese Leute? Aber es gibt die. Die gibt es. Es gibt ganz, ganz viele davon. Ja, klar. Die haben nur keine Formate, durch die sie wirklich glänzen können. Ja. Ne? So ein Olli Dietrich, eine Anke Engelke. Ja. Das sind alles mega begabte Tiere. Und die sind ja auch da, verstehe mich nicht falsch. Nein, klar, die machen ja ihr Zeug. Aber das sollte für meine Begriffe noch viel größer sein. Man denkt das mal, aber da bei Anstaltungen, so, da denke ich mal wieder, okay, dafür zahle ich gerne Geld. Das stimmt. Also einer der wenigen Ausnahmen, wo du denkst, ich zahle mein GZ. Ich würde gerne so einen Zettel haben, wo da steht, wofür mein GZ-Geld benutzt wird. Dann darfst du ankreuzen. So, nicht Jan Böhmermann, anstatt ja. So, na, okay. Aber diese Jan Böhmermann-Beef, den finde ich auch ganz gut eigentlich. So Moderatoren-Beef. Ich sollte damit auch anfangen mit Schauspielern. So. Ich sollte jetzt irgendwelche Beefs anfangen. Kannst du auf jeden Fall Money make. Wer ist denn dein Lieblingsschauspieler-Kollege aus Deutschland? Jürgen Vogel, oder? Kann ich schwer sagen, aber Jürgen ist jemand, mit dem ich so relativ eng groß geworden bin, weil der einer der ersten war, die mich ganz persönlich einfach so inspiriert haben, kann man sagen, Mut gemacht haben. Ich kam aus den Staaten damals wieder und habe dann hier am Schauspielhaus gespielt und damals war der deutsche Film halt immer noch geprägt von so einer, weißt du, von diesem ganz 70er Jahre ein Fall für zwei Ton, wo jedes Wort ordentlich ausgesprochen wurde, weißt du so. Ja. Und dann kam Kleine Haie, ich weiß nicht, ob du Kleine Haie kennst, einer der ersten, der Sönkes Wortmann, gesehen, der übrigens auch der Produzent von Lambok ist, nur mal so Kreise zu schließen. Und das habe ich gesehen und habe ihn gesehen. Ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht, so kann man spielen heutzutage, das geht und das geht. Und seitdem war der für mich immer so ein Vorbild auf eine gewisse Art. Ne? Und das hat sich bis heute nicht geändert, weil der einfach einen extrem geraden Gang durch diesen Beruf macht. Und das auf eine hervorragende, sowie schauspielerisch als auch menschlich einfach ein geiler Junge ist. So. Ist sicherlich. Aber ich kann das nicht sagen. Es gibt viele Kollegen, die ich Ich meine, gut, du bist ja, guck mal, die Szene ist klein und du bist ja ewig dabei. Die Frage lohnt sich fast nicht. Aber gibt es einen deutschen Schauspieler, den du noch gerne kennenlernen willst und den du noch nicht kennengelernt hast? Weißt du, wie ich das meine? So, dass du sagst, ey, ich guck mal seinen Film, ich finde ihn geil, aber irgendwie haben sich unsere Wege nicht gekreuzt. Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil die Szene ist so klein, ne? Ja, ist so klein. Es ist so echt, es sind auch, ich denke, dass du in deinem Handy, genauso wie das bei mir im Rap ist, so, wenn ich mein Handy verliere, wenn ein Newcomer die findet, ist Paris Hilton Style, dann ist vorbei. Ist alles drin. Aber nicht, weil ich der Coolste bin, sondern weil die Szene so klein ist und ich schon so lange dabei bin. Ich das halt auch schon so lange mache. In deinem Handy ist bestimmt einfach die komplette Schauspielerszene von Regisseur bis gute Kamera. Alle, du kennst alle. Yo, Ton Assi, ja genau. Nein, aber ich finde das... Die meisten, sagen wir mal. Es ist halt, aber jetzt Schauspieler oder so gibt es nicht. Regisseure gibt es sicherlich ein paar im deutschsprachigen Raum, wo ich sage, mit denen würde ich gerne was machen, mit denen habe ich noch nie was gemacht. Da gibt es eine ganze Reihe. Aber Schauspieler, die sind mir fast alle bis jetzt schon über den Weg gelaufen. Ja, klar. Man sieht sich ja allerspätestens auf Afterpartys, wo man einen Larry machen kann mit Insekten. Oh, wo ich ja ganz selten nur noch hingehe. Ja, klar. Da müssen Leute in die Likes brauchen. Immer. Und der drehst jetzt auch einen Film. Ja, wie war nochmal deine Nummer? Ja, gib mal meinen Agent deine Nummer, ihr drehst einen Film. Lass mal einen Film. Ja, da habe ich auch gib zum Beispiel nie dran geglaubt. Ist super. Das ist ja auch so ein Irrglaube. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit den sozialen Medien. Ja, natürlich. Da gab es immer dieses Ding, dass man gesagt hat, du musst auf ja klar, alle Agenten sagen, geh da hin, glaub mir, der Eichenjäger ist da, geh da hin. Also das ist nicht, verstehe mich nicht falsch, es gibt sicherlich die Ausnahme, die Regel bestätigt, wo irgendeiner dich da entdeckt und so.
ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit. Wann ist das passiert? Also, no, weißt du, so, ich sage immer Bridging and Bounding, so. Mach eine Brücke und binde, aber fürs Binden brauchst du das Talent und das Können. Du kannst natürlich auf eine Party gehen und einmal Moritz Bleibtreu kennenlernen, ja klar. Aber, oder wen auch immer, Regisseur oder jemanden, der Casting macht. Aber da muss auch was dahinter sein. Das ist, Kontakt herstellen. Bevor es dich interessiert, auf Partys zu gehen, sollte es dich interessieren, mit einer Laienspielgruppe in Berlin das nächste derbe Laienstück auf die Dixen, wo die das, Volksbühne sagt, wer sind diese geilen Typen, dass die Leute schon von dir gehört haben. Weißt du, dass der Tipp sagt, Alter, was sind das für Typen so? Wie auch immer, spielen. Du musst spielen. Du musst, das ist genau wie in der Musik oder wie beim Rap. Was willst du machen, um mit Rap aufzufallen? Rappen. Du musst halt rappen. Bars. Ja. Rede nicht Rap. So, und das ist ähnlich wie beim Spielen. Versuch nicht über Instagram oder irgendwelche Promi-Partys aufzufallen, spiel. Weißt du, und alle Möglichkeiten, die dir geboten werden, nutze sie aus. Und wenn du dafür kein Geld bekommst, dann bekommst du auch kein Geld dafür. Weißt du, aber wenn du nicht bereit bist, das auch theoretisch ohne Geld zu machen am Anfang, dann brauchst du gar nicht anfangen. Ist wirklich, ich will mich da jetzt nicht selbst lohnen, aber ist ganz genauso wie bei uns. Also hätte ich nicht Bock gehabt, das zu machen, dieses Format. Und, würdest du gar nicht durchhalten. Wenn du das nicht lieben würdest, Ja, ich habe halt das gemacht, was alle machen, wenn sie etwas lieben, aber es keine Kohle abwirft. Ich habe das querfinanziert. Ich habe halt was anderes gejobbt, was halt ein bisschen gehirnleer war, aber das mir die Möglichkeit gegeben hat, Geld zu verdienen und das andere zu finanzieren. Ich habe das über insgesamt fast 4 Jahre gemacht, weißt du, in meiner Jugend. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie angefangen habe und jetzt sofort Hauptrollen gespielt habe oder so. Aber, du hast schon den Vorteil gehabt. Du bleibst heute gerade. Ja, ne, da ist schon. Ja, da musst du aber so sehen. Natürlich, das ist sicherlich der Vorteil, ist, die Tür geht auf erstmal. Ne? Ja, also erstmal guckt einer und sagt, aber ist das vielleicht auch mehr so der Dings oder so? Ja, ich habe das große Glück in dem Fall für mich sowieso, aber es ist halt so, dass meine Mutter, so wie mein Papa, ist ja auch ein Schauspieler gewesen und die waren beide innerhalb dieser Branche doch. Ja. Ne? Also sehr anerkannt. Und da entsteht so ein, dann ist das wie so ein Backdraft, weißt du? Dann ist das so, okay, die Tür ist offen, aber dann ist, du bist der Sohn von, Aber zum, weißt du, was ich meine? Wenn du da nichts kannst, dann bist du auch wieder raus. Ne? Normalerweise würde ich sagen, vielleicht ist der Druck höher. Die sagen, das ist der Sohn. Genau. Ja, zwei, also, du bist aber erstmal nur Sohn und so. Genau. Aber, und viele spielen dagegen ein Leben lang an. Ja, ich weiß, dass das stimmt, aber andererseits, im Zweifelsfall, kennst du ja eh schon vom Mittagessen den einen Regisseur und der war bei deinem 6. Geburtstag da und der Casting-Typ, der war doch vor 20 Jahren mit deiner Mom. Der ja, aber was, also man kennt die Leute doch sowieso auch schon. Es geht, dann löst oder? Schon die man andere wächst Generation rein. Ja, die eine Generation löst auch die andere ab. Dann kommen dann auf einmal Leute, mit denen hast du noch nie was zu tun gehabt. Ja. Es ist beides. Du kannst, wie gesagt, es ist ein Vorteil, die Tür geht auf. Aber wenn du drin stehst, dann musst du halt auch mindestens so gut sein, wie das Bild, was die Leute von deinen Eltern gehabt haben. Ja. Und wenn du nicht mindestens so gut bist, dann hast du ein Problem. Und einige große Kollegen haben da ihr Leben lang drunter gelitten, weißt du? Ja. So, dass Leute immer wieder diesen Vergleich rangezogen haben. Ja. Götz-George, ne? Immer wieder. Ja, und der Vater, und der Vater, und der Vater. Ja, das fuckt ab. Ist in Amerika, deswegen heißt John Boyd, hat ja, deswegen hat er ja, diese Namen. Ganz viele Beispiele. Zum Beispiel, ich glaube, Cage heißt auch popular eigentlich. Cage? Heißt, glaube ich, ist sein Neffe. Genau. Der heißt, glaube ich, sogar Coppola. Und da hat die Familie, und da hat Francis Ford Coppola sogar sich gedacht, sauber, dass du das gemacht hast. Du kannst gar nichts, Rudi. Ja, wie auch immer. Nein, ich mach Spaß, aber er ist wirklich der Schauspieler mit nur einem Gesicht. So. Also, ich mag ihn trotzdem. Nein, jeder mag ihn, er ist irgendwie sympathisch. So. Ich mag ihn. Aber du hast recht. So, alle haben andere Namen da in der Familie. Machen viele. So, und das ist vielleicht auch gar nicht mehr so blöd. Weil wenn du dich da wirklich selber positionieren wegen willst. Wegen der Marke auch und so, ja. Ja, es ist halt auch, du wirst natürlich damit verglichen. Ist ja klar, wenn du jetzt Michael Douglas heißt und alle wissen, Kirk war dein Vater, dann wird das nicht so einfach. Dann musst du erstmal antworten. Und der bei Michael, der hätte sich auch umbenennen können. Das hilft nicht, weil ich sage, geht's ja noch. Nein, aber der sieht der Sohn von Nero. So. Ja, das ist vorbei, Digga. Was machst du dann? Oder du bist der Sohn von Brando oder von DiCaprio. Hui, da musst du dann aber, weißt du, da geht die Tür vielleicht auf, und, aber das ist dann genau das. Dann sagen alle, oh, jetzt zeig mal. Naja, klar. Und wenn du dann nicht mindestens halb so gut bist, dann sagen die Leute, nein. Selbst wenn du gut bist, ist ja nichts. Selbst wenn du sehr gut bist, ist ja immer verglichen. Ja, und so gut wie er, das wird dann schwierig, weißt du. Wer weiß. So, dann hoffen wir mal, dass dein Sohn nicht in deinem Schatten bleiben wird. Vielleicht macht er ja was anderes. Ich will stark hoffen, dass der was anderes macht, ja. Noch hoffe ich stark, dass du was anderes machst. Du bist immer so realistisch. Warten wir es mal ab. Wenn dein Sohn so alt ist wie du jetzt oder vielleicht so alt ist wie ich jetzt,
Dann ist vielleicht, gibt es so krasse Netflix, die Stars, dann bist du froh, dass er in so Millionen Serien mitspielt. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Auch, ja. Ich werde ihn pushen und sagen, nee, komm, er soll Regisseur oder Produzent werden. Dann kann er Fußballer ist. Ja, aber dann macht er sich die Knochen kaputt. Lass uns lieber Tennis sagen. Oder Golf. Golf ist geil. Golf ist aber schwieriger. Also reich werden in Golf ist schwieriger tendenziell als beim Fußball, weil die Chance ist weniger. Das ist ein Mannschaft. Genau. So kann man die Logik auch. Ja, so, das macht Wann leist dich gut. Guck mal, das ist 22. Yeah. Ist nur einer. Das schaffst du nie. Ja. Ja, mal, Bruder. Das Fußball ist gut, diese. Das okay, mein Lieber. Dankeschön für deine Zeit. War mir ein Fest. War, es war noch viel fester als du glaubst. Sehr schön. Wir sehen uns. Auf jeden Fall. Freunde, so, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt drei Teile. Das hier ist der dritte Teil. Beide anderen Teile, die beiden anderen Teile sind auch hier auf dem Channel zu finden. Es hat mir wirklich sehr großen Spaß gemacht mit Moritz. Schreibt mir in die Kommentare, Freunde, falls ich eine Frage vergessen habe vorzulesen oder wenn ihr noch Fragen habt. Denn früher oder später treffen wir uns ja sowieso wieder. Freunde, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wen soll ich als nächstes zu Roos World holen. Ja? Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und sage, abonniert meinen Channel hier Roos World. Ja? Und like das Video, wenn ihr Moritz genauso liebt wie ich. Gangzeichen, für alle, die nicht wissen, das hier ist eine Roos World Sendung. Freunde, ja, danke fürs Zuschauen und ich sage mal so, wir sind draußen. Wir sehen uns die nächsten Tage hier auf Roos World wieder mit meinem nächsten Gast.